liebe Börsenhelden und Börsenheldinnen. Ja, jetzt geht's um die Wurst, würde ich mal sagen. Ich habe mich schon ausgestattet hier. Bis heute 22 Uhr könnt ihr noch handeln und dann ist Schluss. Dann müsst ihr also wirklich eure Performance erzielt haben. Jetzt heißt es im Grunde in Anführungsstrichen nochmal all in. Und der DAX ist passend zum Wetter eben auch im Plus. 1% konnte heute schon zulegen. Also wir sind gespannt, wie das mit dem Tag heute noch weitergeht und ob es auch so bleibt. Denn viele Unsicherheiten gibt es ja doch noch. Und die Frage eben, wie gesagt, wie wird es in den USA dann, wie wird der Markt dort starten und was wird es dann für den DAX heißen letztlich? Also ich hoffe, ihr seid momentan long und dass das in euren Positionen gut mit hier reinpasst. Wir wollen natürlich noch mal schauen auf die Top-Spieler vom Dienstag. Fritz Walter mit einem Plus von 37,59%. Andreas S. ist mit dabei, Klaus 3, Michael, Ralf Schmitz und Alex Schmidt. Das sind Namen, die wir noch gar nicht so gehört haben. Also ich glaube, jetzt wird alles noch mal ziemlich durcheinander gewürfelt. Wir gucken auf die vom Mittwoch auch. Da sehen wir aber dann auch gleich wieder die gleichen Namen. Klaus 3 ist hier auch wieder mit am Start, Alex Schmidt. Also so ein bisschen Kontinuität kommt dann doch rein in denen, die halt vorne mit dabei sind. Und auch den Topspieler vom Donnerstag, Alex Schmidt, den haben wir eben auch schon gesehen. Also von daher sieht man, dass das so ein bisschen sich rauskristallisiert, wer vorne mit dabei ist. Allerdings sind von denen nicht die, die halt eben im Gesamtranking vorne dabei waren. Da haben wir ja am Mittwoch schon gesehen, Thomas Eber hier am Start. Und das Depot ist immer noch führend mit einer Performance von einem Plus von über 200%. Also ich nehme mal an, dass er auch nicht mehr viel machen wird an diesem Depot, weil man kann ja dann doch vielleicht in Anführungsstrichen nur noch verlieren. Da dürfen die anderen, müssen schon viel All-In gehen, damit sie hier noch rankommen können. Aber alles ist möglich. Bis 22 Uhr seid ihr noch oder könnt ihr noch mit am Start sein. Ja, und was Daniel Hauser so treibt, der war eben Spieler beim letzten Mal und ist jetzt auch bei den VIPs mit am Start. Und wahrscheinlich einer mit der Jüngsten hat gerade sein Abitur geschrieben und den habe ich jetzt in der Leitung. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Daniel. Hallo, guten Tag. Ja, Daniel, du bist noch in der Schule gerade. Die nächste Stunde ist Mathematik. Meinst du, genau, da kannst du noch irgendwas rausholen für den heutigen Freitag? Oh, ich glaube, das wird schwierig. Da vielleicht mit der Wahrscheinlichkeit noch irgendwie was berechnen, aber genau, wie wahrscheinlich meinst du denn, ist es, dass du noch weiter nach vorne kommen kannst heute beim Spiel? Ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich optimistisch gestimmt, wenn der DAX jetzt schon so positiv gestartet ist in den Handelstag heute. Und vielleicht auch im Nachmittag noch ein bisschen aufholen kann, je nachdem, wie die US-Börsen starten, bin ich da zuversichtlich. Was hast du denn heute noch vorgenommen für den Tag? Natürlich nochmal einen hohen Hebel kaufen und nochmal all in. Schauen, dass ich nochmal volles Risiko gehe und hoffentlich die Strategie dann auch aufgeht. Also momentan bin ich... Welche Werte möchtest du denn heute noch handeln? Also Gold bin ich schon short. Den DAX? Und DAX bin ich long und je nachdem vielleicht dann noch Dow Jones long. Wir gucken gerade mal auf den Goldpreis. Der ist leicht im Plus, aber das kann ja noch sich alles ändern. Wie bist du denn bisher mit deiner Strategie gefahren? Wir haben ja gesehen, die VIPs sind mehr oder weniger alle, fast alle im Minus. Ja. Was ist da los? Ich habe mich hauptsächlich auf den DAX und den Dow Jones spezialisiert, aus dem einfachen Grund, dass wegen den politischen Börsen, wegen der Krim-Krise die Volatilität ziemlich hoch war und man da dann natürlich auch perfekt intraday gut handeln konnte. Aber leider ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie man auch in meiner Performance sieht. Wenn du mal das letzte Spiel, also die letzte Staffel betrachtest, was hat sich zu der diesjährigen Staffel, also zu der jetzigen Staffel geändert? Was hast du vielleicht in deiner Strategie auch anders gemacht? Also ganz klar, die Stop-Loss-Order, die war ja beim ersten Börsenheld noch nicht dabei. Und ist natürlich sehr vorteilhaft, vor allem wenn man auch nicht ständig draufschauen kann auf sein Depot und dann auch einfach schauen kann, dass Position nicht ins Minus rutschen und einfach auch eine Sicherheit hat. Okay, also du würdest sagen, die zweite Staffel hat sich positiv weiterentwickelt? Ja, auf jeden Fall. Und du hast jetzt den VIP-Status. Was hat sich für dich da geändert auch? Natürlich wird man dann immer mit den anderen VIPs auch verglichen und schaut dann natürlich auch immer auf das VIP-Ranking, wie man da so abschneidet, was die anderen machen. Und ja, man steht dann natürlich auch mehr im Fokus. Wie viel Erfahrung hattest du denn schon, bevor du mit der ersten Staffel auch angefangen hast mit der Börse? Da war es noch nicht allzu viel. Da war es, glaube ich, ein halbes Jahr vor der ersten Staffel.
also noch ziemlich frisch dabei. Ziemlich frisch. Und was würdest du sagen, was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen aus halt eben diesem Börsenspiel, aus dem Börsenheld? Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wenn man eine Position eröffnet, dass man sich dann im Klaren ist, wie lange man die ungefähr halten will. Weil wenn man dann sagt, dass man die 2 oder 3 Wochen hält oder eröffnet und dann seinen Zeithorizont schon klar vor Augen hat, dass man dann nicht panisch reagieren sollte, wenn die Position mal ins Minus rutscht oder nicht so performt, wie man sich eigentlich erhofft hat, und dann einfach seinen Stop-Loss setzt und die Position laufen lässt. Das beherzige ich auch jetzt im echten Leben. Welches Ziel hattest du dir im Vorfeld gesetzt für die zweite Staffel? Also insgesamt habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, vielleicht unter die Top 200 zu kommen. Aber da ich wegen meinem Abitur einfach zu wenig Zeit hatte und auch nur wenig traden konnte, ist jetzt mit 43.000, bin ich glaube gerade, nicht so gut gelaufen. Du hast gerade Abitur geschrieben, das ist natürlich auch eine große Sache, die dann auch ein bisschen Zeit kostet. Was willst du nach diesem Spiel machen, nach dieser Staffel? Im echten Leben oder bezogen? Genau, also speziell auch in Bezug auf Börsen, genau auf Handeln halt eben. Willst du als Trader mit am Start bleiben? Auf jeden Fall, also ich habe ja schon ein eigenes Depot. Und handel auch und werde mich jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt nach dem Abi wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mal Richtung amerikanische Börsen bewegen, weil hauptsächlich bin ich gerade noch auf DAX und MDAX unterwegs, also auch die Aktien, weil ich da einfach mich ein bisschen mehr auskenne. Aber da bin ich zuversichtlich, dass ich da auch noch ein bisschen was lernen kann. Wie viel hast du in deinem realen Depot schon gut gemacht? Also insgesamt eine Performance gab von 20% vom Anfangswert. In welchem Zeitraum? Von jetzt ungefähr ein knappes Jahr. Na, das kann sich doch auch schon sehen lassen. Und natürlich ganz wichtig noch, was hast du dir sonst vorgenommen noch für deinen weiteren beruflichen Werdegang? Also studiumstechnisch will ich auf jeden Fall Richtung BWL gehen. Das steht schon fest, aber ich habe mich noch nicht ganz entschlossen, in welche Spezialisierungsrichtung ich dann studieren werde. Und dann noch wichtig natürlich die Frage, wenn die dritte Staffel vom Börsenheld kommt, was muss noch verändert werden, was muss noch verbessert werden, was würdest du dir wünschen? Also nachdem es bei der zweiten Staffel ja schon die Stop-Loss dazugekommen sind, wäre es natürlich perfekt, wenn dann in der dritten Staffel auch noch die Start-Buys dazukommen würden. Weil dann könnte man auch, je nachdem, eben einfach auch gut starten in den Basiswert oder in den Index, wenn er gut performt eben. Weil das sind ja so die zwei Grundwerkzeuge, Start-Buy und Stop-Loss. Das wäre also jetzt nochmal an den Veranstalter gerichtet, dass sie das in der dritten Staffel dann nochmal mit aufnehmen können. Genau. Und große Frage, wie hast du dich jetzt auf den heutigen Tag bis 22 Uhr, bist du dann noch auf jeden Fall bis 22 Uhr dabei? Und ja, wo Fall. Wirst du dann sitzen in deinem Kämmerlein und hast dir schon ein bisschen was vorbereitet zum leiblichen Wohl auch? Ja, natürlich. Also nach der Schule dann. Gibt es Rituale? Wie bitte? Wirst du auf jeden Fall, ja? Ja, ich werde auf jeden Fall den Tag über noch mittags auch handeln und die ganze Zeit dabei sein und schauen, wo sich noch eine gute Chance auftut, wo man vielleicht auch long oder vielleicht auch short, je nachdem, noch mitgehen kann. Und gibt es Rituale, die du pflegst? Nee, also Rituale habe ich keine. Auf jeden Fall können wir nur sagen, dazu würden... Bist du ganz frei von? Nicht abergläubisch? Ja. Nein, ganz konservativ. Also. dann sage ich, Daniel, vielen, vielen Dank für das Interview und jetzt ganz schnell in den Mathematikunterricht, damit genau. du vielleicht da noch irgendwas mitnehmen kannst. Und viel Erfolg natürlich heute auch noch beim Handeln. Wir sind gespannt, wo es dann rauskommt, dein Depot letztendlich. Ja, also. Also, vielen Dank. Tschüss. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank auch, dass ihr hier mit am Start wart, immer bei Börsenheld TV. Natürlich werden wir noch informieren, wer dann eben der glückliche Gewinner ist. Wir drücken auf jeden Fall hier von Börsenheld TV allen die Daumen. Viel Erfolg noch für den letzten Handelstag bis 22 Uhr. Seid ihr noch mit am Start und könnt noch handeln, also nochmal all in. Und ich hoffe, ihr habt euch auch gut ausgestattet. Und dann bis zum nächsten Mal sage ich erstmal Tschüss.